Saddam Hafif. Saddam Hafif stammt aus Paris, lebt aber mittlerweile in Berlin. Einer der wenigen Franzosen, der Deutsch spricht, muss ich dazu sagen. Aber eine sehr spannende Persönlichkeit, die sich mit der Metaebene der Kunst im öffentlichen Raum befasst, der sich sozusagen irgendwie Gedanken darüber macht, was denn Kunst überhaupt in der Gesellschaft sein kann und wie man damit umgehen kann. Für uns hier in Zürich hat er ein interessantes Projekt realisiert. Er hat eine Kombination zwischen Skulptur und Performance sich ausgedacht. Es wird vor dem Schiffbau, auf dem Schiffbauplatz wird ein kleines Podest installiert, das aussieht wie ein Früchteharras. Aus Holz ist das normalerweise, bei ihm ist es jetzt eben aus Bronze gegossen. Und darauf wird jeden Tag einmal zu einer festgeschriebenen Zeit ein Schauspieler aus dem Schauspielhaus-Ensemble auf das Podestchen treten und die Lyrics, die Songlines, die der Künstler hat schreiben lassen von ziemlich arrivierten Kunstkritikern und Philosophen, vortragen. Einmal jeden Tag 3, 4, 5 Minuten. Die genaue Länge ist noch nicht ganz klar. Sagen Sie noch schnell, wer sind die arrivierten Philosophen, Kunstkritiker, die da Lyrics gemacht haben? Ja, das sind natürlich Szenepersönlichkeiten, das wird Ihnen nicht viel sagen. Das ist der ehemalige Direktor des Hammer Museums aus Los Angeles, das ist eine Künstlerin aus Berlin. Das sind Leute, die so ein bisschen aus dem Umfeld von Saddam Hafif kommen, mit denen er irgendwie auch vernetzt ist. Und diese Lyrics und Songlines, die sind auch gewissermaßen eben so eine, sage ich jetzt mal, Metageschichte über den Künstler selbst, über den Künstler in seiner Welt drin. Die handeln von ihm? Die handeln indirekt von ihm und von seinem Werk.